So, da ich bin mutig, ich spring zuerst. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Desolate mit dem Uncut, dem Hiesche und der Pseudonyma von der Pummelrunde und den ganzen Leichen hier. Ja, mein Ohr ringt. Du bist ja irre. Man kann doch nicht einfach so Munition verschwenden. Echt mal, voll die Verschwendung. Ah. Dann gebe ich dir eine Waffe und du verschwendest. Dann schmarrn Patrone, was schick. So, wir haben jetzt das Lustige, beim letzten Mal hat er ja gesagt, hier, da müssen wir wieder da hochlaufen. Zum lokalen Händler. Also rennen wir jetzt wieder da hoch. Ja. Wenn doch einer oben stehen bleiben können, das wäre einfacher gewesen. Hätten wir das mal vorher gewusst. Tja. Ja, was hab ich denn jetzt schon wieder? Hab ich noch mal ein Trauma und ich hab Hunger. Okay. Ist auch traumatisch. Boah, wie schnell ihr seid. Vorsicht, ein Dog. Ach, der gibt schon irgendwann auf. Ja, und dann hängt er mir am Arsch. Ach Mist, ich bin überladen. Das Witzige ist, sobald dich ein Vieh angreift und du bist am Rennen, geht dir automatisch deine Dings rein. Deine was? Anzeige. Ach so. Wenn dich ein Monster verfolgt. Ja. Geht automatisch deine Anzeige an. Au. Miep, miep. Ja, ich bin mal wieder gekonnt. Ach so, dann hat man automatisch, muss man dann... Ja, du hast die... Doch, Ausdauer verbraucht. Du kannst nur unendlich... Geh mal ein Stück weiter, dass wir hier auch reinkommen. Ja, du kannst halt nur unendlich laufen. Geh mal ein Stück weiter. You scared me. At least somebody's here at last. Everyone's been shunning my place for the past week. And all because of the... Ja? Butcher. Who now? The Butcher? Who's he, the local nut? No, if he... Listen, pal, just tell me what you know. I'm here about the vandalism problem at your local landmark. The piles of bodies. Tell whoever you like. No one will believe you. But I swear on my mother's grave, he comes every night. That beast. He comes, takes the bodies, and then goes back into that glowing thing and disappears without a trace. Every night? Yep. And sometimes during the day, but mostly at night. Was ist das für ein Geräusch? Frage ich mich gerade auch. Er ist da. Das ist er. Ich hole ihn mir. Ich mach ihn kalt. Vorsicht, wir wollen ihn alle sehen. Hä? Wo rennst du denn hin? Ja, da unten so ein Platz wieder. Ach so, da ist der. Okay. Ja, der hat doch gesagt, bei den Leichen kommt das Monster tagsüber. Überwachen Sie das Gebiet, siehst du? Gut. Das heißt, wir müssen jetzt einmal eine komplette Nacht durchschnarchen. Nö, kommt ja auch tagsüber. Ja? Seid ihr so weit? Oh, Gott sei Dank bist du da. Moment. Ich bin auf dich draufgesprungen. Ja, glaube ich, deswegen überlegt. Ja, das ist doch schön, dass du deswegen überlegt hast. So, ich bin hier. Achso, wir sollen da hoch. Mann, ey. Ja, komm her, Kackdork. Wir sollen also hier das... Hier ist keiner... Kann mir mal jemand noch helfen? Nein? Okay, hat ich auch einen. Wir sollen das Gebiet überwachen von dem höher gelegenen Standpunkt aus. Ja, ich würde gleich kommen, aber ich... Oh, guck mal, hier ist sogar so ein Zelt. Extra nur für uns, hat der Händler hier schon hingestellt. War vorhin schon da. Ich laufe jetzt gerade noch nicht mal dahin. Hä, wie geht's denn hier hoch? Da lang? Ja, entweder da oder... Ja. So, ach ja. Jetzt einfach dem Uncut hinterher hier ran, ne? So. Wieder. Ich hab ein Fernglas gefunden. So, this is what I'm dealing with. How the hell am I supposed to... I'll worry about that later. First, kann ich das ausrüsten, das Fernglas? Biologist. Or else the butcher will be getting meat that's a little fresher than he's used to. Ja. Aber noch nicht drauf schießen. Was ist denn das für ein Monster? Darf ich drauf schießen? Ja! Wir sollen den nur beobachten! Achso. Beobachten Sie den Metzger. Ich finde, dann hätte Butcher besser geklungen. Biologist, are you there? Ja, hi, I'm here. What have you got? Anything new? Plenty. Come on then, spit it out. A huge muscled monster took the corpses, dragged them into some kind of anomaly and disappeared. There's not much else to say. You need to see it to believe it. Clear off to Oasis. I have an idea. While you're on your way, I'll work out the kinks. Was?
Warum soll ich denn jetzt zur Oase latschen, Junge? Ja, ich wollte ihn eigentlich jetzt rumblätten. Ach, nicht nur du. Ja, gut, okay. Dann müssen wir... einen Nervenzusammenbruch, schwere Krankheit. Oha. Was, ehrlich? Ja. Antibiotika. Habe ich nicht. Dann gebe ich dir. Ich habe so viel Zeug, weißt du, aber nichts, was dagegen. Ja, ich habe Aspirin, Tabletten. Schmerzmittel oder Antibiotika? Oder halt so einen Kasten. Ja, so einen Verbandskasten habe ich. Soll ich dir einen geben? Ach, das lohnt doch nicht. Ich habe ja noch 98% Health. Was macht denn die schwere Nervenzusammenbruchkrankheit? Mehr Durst. Warte, ich guck was noch. Mehr Durst, mehr Stress und eine erhöhte Chance von 3% auf Trauma. Also was soll's, wenn ich ein Trauma habe, kannst du mir immer noch den Verbandskasten geben. Ja, wie gesagt, großen Lohn dafür echt nicht. Also, das ist Verschwendung von Ressourcen. Okay. Dann sprechen wir mal mit Onkel Biologe. Biologics. Hi. Oh. Wow, wow, wow. Alpha Dork, Alpha Dork. Toter Dork. Ich konnte noch nicht mal anvisieren, Alter. Schon erledigt. Oh, hier ist irgendwelche komischen Pollen. Ach so, ja. Die Pollen, Junge. Pilzpollen. PP. Pollen, nicht Polen. Oh, die machen Aua. Guck mal, ich hab einen Sapsi. Boom. Ein Toter. Der lebt noch. Alter, ich hab nicht getroffen. So. Das machst du sehr gut. So. Ja, ne? Ich hab noch einen Sapsi. Ah, das gibt's doch nicht. Kannst du mich mal retten? Mensch. Was denn hier alles für ein Viehzeug? Hier ist sicherlich auch eine Alpha-Sapsi. Irgendwo. Was hab ich jetzt wieder für ein Problem? Unruhe. Unter Null Ereignis. Aha. Ich hab Draht Unruhe gefunden. Unter Null Ereignis? Ich muss mal ein bisschen Portwein saufen, dann geht's mir besser. Okay. Ich hab Draht gefunden, da sollten wir für irgendwas doch sammeln. Ja, Draht brauchen wir, genau. Na, reparieren. Ich weiß bloß nicht mehr wofür. Ingenieur oder Biologe, ich weiß es gar nicht. Ja, das ist ja gut. Meine Güte. Irgendwie geht's mir nicht so gut. Nee. Unter Null, ach so. Also das im Spiel oder im Real Life? Im Spiel. Okay. Obwohl, wenn ich nur ein bisschen Gesundheit verliere, dann lohnt sich der Verbandskasten. So, da dran. Oh, wir sollten eigentlich geradeaus hier nicht geradeaus gehen, weil dann kommt wieder dieser Hunter, ne? Der macht doch nichts. Ja, mittlerweile würde ich auch sagen. Platt, Junge, mach mal platt. Guten Tag. Ja, ich mach mal ein bisschen Licht an hier in der pilzverseuchten Bude. Vielen Dank, das ist sehr nett von dir. Der hat dich gehört, glaube ich. Oh, da ist ja noch einer. Schön. Wir kommen. Hallo? Was soll das denn? Hat noch ein bisschen Gefrierbrand gekriegt. Ich hab da Frostklinge. Der Frio. Frio, Frio, Fra, Fro, Frost. Bofrost. Bofrost. So, Leute, seid ihr bei mir? Nö. Hallo, wie geht's? Mir geht's, hallo. Ah, ja, genau, hier ist das tote Tier, genau. Der Ankard fliegt trampelnd in der Luft. Bei mir nicht. Sehr schön. Ich hab den Hunter gerade schon gesehen. Da geht er. Ja, ich sehe ihn auch. Auf der anderen Seite. Ja, dann ist ja alles gut. Hallo, wie geht's? Wie geht's? Hallo. Tschüss, Hunter. Was ist denn das für ein Vieh? Das Patriarch? Oh, hier, ein Quacker-Patriarch. Qui quack, quackala, qui quack, quackala. Der Quacker, der ist wieder da. Ach, meine Güte. Wer ist als erstes da? Lass ihn laufen. Nicht, dass der Hunter kommt. Ja, mit der wenigen Ausdauer, die ich gerade habe. Ich hab jetzt keinen Bock, wieder zurückzurennen, ey.
Noch ein bisschen Portwein hier saufen, Junge. Ein bisschen. Du musst dich unbedingt mal perken, Junge. Perken? Nee, in diesem Fall war ich einfach nur überladen. So. Weißt du, dann gehen wir jetzt zu der Schnarchnase von Biologen. Sagen dem, hören Sie zu, da war sowas. Dann sagt er, ihr müsst das töten, das ist gefährlich. Und dann muss er wieder zurück. Das ist ein spezielles Lebewesen. Ihr müsst dem speziellen Lebewesen... Oh, scheiße. So läuft oder das hier. Untersuchen. Wir müssen das Leben fangen oder so. Ihr müsst das Leben fangen. Aha. In echt würde ich dann da zu so einem Typen sagen... Ey, guck mal, wie gemein die sind. Die lassen hier so ein armes Quacker ausbluten. Die haben Hunger. Wir schlagen die immer tot. Ja, wir schlagen die immer tot. Ist jemand schon unten beim Biologen? Nö, ich warte auf euch. Mach doch nichts ohne euch. Ja, sehr gut. Ich bin... Wie geht's? Ich bin hier unten. Misha, Schmerzmittel. Hat er keine was? Antidepressiva. Nix hat er. Der müsste... Nix hier Scheites hat er. Ich bin bei der Biologin. Ja, Moment, noch nicht. Ich hab mal ein bisschen Licht angemacht bei dem. Damit man den besser sehen kann, weißt du? So, ich hab hier jede Menge Kram auch. So, einmal rot, einmal grün. Nochmal ein Kochtopf. Irgendwie habe ich 15 verschiedene Kochtöpfe. Chemikalien habe ich auch noch genug. Das Kältetief hat die Grenzen von Gdańsk verlassen. Das Wetter normalisiert sich. Gut. Der niederländische Wetterdienst. Vielen Dank, Herr Wetterdienst. Okay. Pseudonymer? Hm? Biologe anreden? Ja, mach doch. Come again. What's the idea? Well, he's taking Student. Student sind wir. Isn't he? Yeah. That's it. We get some tracking devices. I've got a box. Oh mein Gott. I stockpiled them for tracking particularly interesting specimen back on the mainland. So, we take them and attach them to a few corpses. Maybe not right away, but at some point that thing will take the bait. The butcher. Hmm? That's what the merchant called him. Well, the butcher then. If it works, then what? He most likely has a lair somewhere. We'll find out where it is. And we shall go there. We're just going to go there? Well, no. You'll be going. Ja, lustig. But I'll pay. You know me. I'll make it worth your while. I do know you. Where are the trackers? Here they are. Good luck out there. Only you could wish me good luck while keeping your ass warm here. Hallo, Lucy. Ja, ja. Das ist schon ein lustiger Typ. Ich gebe mal unsere Aufträge ab beim Intendanten. Mhm. Ich nehme halt neue an vom Dingsbums. Wieso kriege ich denn hier Sachen? Mensch. Jo, große Lunge. Der Rekord im Luftanhalten liegt bei etwa 20 Minuten. Sie können das noch nicht, doch sie können länger ohne Luft aus. Sie können jetzt doppelt so lange atmen. Das ist cool. Sehr schön. Ja, nehmen wir das doch mal. Übrigens, wenn ihr euch hier heilt bei der Heilbank, ihr wisst schon, ja, dann heilt das wirklich alles. Ach, auch die schweren Sachen? Echt? Ja, alles. Hab ich doch gedacht. Ah, gut. Ich kann eine Gasgranate jetzt herstellen. Ach, du... Ja, stimmt. Aber ich habe nicht dafür. Und dafür braucht man verbessertes Werkzeug. Da hilft nicht das Einfache. Also müssen wir doch alle behalten. Ja, weil du müsstest doch zumindest dann auch das... Ja, ich hab's ja... Sehr, sehr gute... Oh, ist das kacke, ey. Was soll ich denn jetzt nehmen? Entweder abgehärtet, dass alle Krankheiten nur noch 40% also reduziert sind. Ja. Oder Regeneration. Leichte Trauma heilen sich selbst nach 10 Minuten. Ich würde Regeneration nehmen. Meinst du? Ja. Aber ihr Organismus wehrt Krankheiten schneller ab. Dauer aller Krankheiten um 40% reduziert. Puh. Und es ist ja nur ein leichtes Trauma. Ich nehme erstmal abgehärtet. Okay. Schwierige Frage. Hat vielleicht jemand noch eine Schere?
Eine Schere. Eine Schere, ich muss mal gucken. Ich glaube. Ansicht, ja, haben 13. Ja. Ich habe sogar 6 Scheren insgesamt. Moment. Okay. Moment. Ich werfe eine Schere vor mir ab. Danke. Ich suche hier noch andere Sachen. Stahl und Bohrmaschine. Was brauchst du? Ach nein, mein Basiswerkzeug habe ich noch. Oh, puh. Hier. Also, nee, hat's erledigt. Nimm zurück. Warte, ich brauche was anderes. So. Bohrmaschine, Stahl. Habe ich jetzt gleich mal hier wenigstens mein Inventar ein bisschen leer. Polymergewebe. Okay. Eine Gasgranate. Also, ja. Ich bin der Meinung, wir dürfen gleich den Butcher töten. Ja, ich glaube, bestimmt ein Artefakt. Ich gehe mal davon aus, dass eventuell. So. Das ist ja auch Stahl. So, da müssen wir dann. Bringen Sie einen Peilsender an den Leichen an. Wieso sagst du das denn so komisch? Ja. Soll ich den Ausweider erstellen oder soll ich den Leuchter erstellen? Eine sehr gute Frage. So, Was kann denn, was macht denn das? Ist denn ein Ausweider? Was ist mit einem Ausweider? Das ist voll doof mit den Waffen, die ich hier am liebsten benutze. Da kann ich überhaupt nichts dran bauen. Gasbrenner und Chemikalien brauche ich. Noch nicht. Ja, aber ich. Mann, ich mag nicht einfach andere Sachen benutzen. Ich brauche mir jetzt einen Leuchter. So, einen Leuchter. Ja. Vorschlaghammer. Radiator. Der Rabiator. An Annihilator. Ja, den. Ich habe keinen Akkumulator. Ich auch nicht. Und wir brauchen 2 davon. Ich will endlich mal was. Ach, mit Meisterwerkzeug? Hä? Wirst du doch eins haben. Ich bin sehr verwirrt gerade. Wo ist mein Meisterwerkzeug? Ich habe doch eins, oder nicht? Hast du es vielleicht weggeräumt? So. Okay. Also, dann. Das wollte ich hier noch. So. Die Kuna ist, die rüste ich jetzt anziehen. So. Okay. Gut. Oh, ich hab ein Brot. Ja, hatte ich auch zwischenzeitlich. Gut, okay, wir gucken mal ganz kurz auf die Karte, während hier noch Vorbereitungen laufen. Also, wir müssen ja jetzt wieder zurück zum Leichendingen. Das ist hier, ne? Mamas Brot kann ich machen. Ich brauche nur eine Bratpfanne. Hat jemand eine Bratpfanne? Mamas Brot? Mamas Butterbrot, ja. Das ich wahrscheinlich. Hab eine Kochtopf. Ich brauche nur eine Bratpfanne, oder? Ja, dann. Nö, so. Eine Bratpfanne habe ich nicht. Okay. Ich glaube, ich mache auch zu viel kaputt irgendwie. Oh, Kacke, ich brauche eine Bratpfanne. Habe ich eine Bratpfanne in mein Loch, hätte ich fast gesagt, in meine Truhe? Du brauchst eine Bratpfanne? Du hast Löcher? Ja. Ja, Bratpfanne müsste ich auch noch haben. Hast du eine Bratpfanne in der Tasche, oder was? Sehr gut. Bratpfanne. Bratpfanne oder Kochtopf braucht man ja zum Kochen. Na, ich brauche nur kurz einmal ausleihen. Ich will mir kurz ein Bauen, was braten. Ich weiß noch nicht, wozu ich für Mamas Butterbrot eine Bratpfanne brauche. Weil das Butterbrot in der Pfanne mit Butter gebraten wird. Oh, habt ihr schon gesehen, was da nicht hier oben hängt in euch? Was? Oh! Ja, super. Ich habe meine Pfanne, glaube ich, irgendwie. Habe ich meine Pfanne? Ich habe mal einen Apfel gekauft. Das brauchen wir für irgendwas. Ja, super. Das ist, glaube ich, für den, ja, Intendanten. So. Oder ein Kochtopf, bräuchte ich auch. Ja, Intendant, wieder eins. Neues Rezept erlernt. Was? Was? Mamas Brot. Ja, hab ich's auch. Vernichter. Nee. Was ist denn neu? Giftiges. Oder brauchst du jetzt einen Kochtopf oder was?
Ein Kochtopf oder... Ah, ist egal. Den kann ich dir ausleihen. Nee, ich mach die kleinen Dinger. Nee, nee, alles gut. Kann ich dir aber so... Das bringt nichts. Das sind nur 35%. Das ist verschenkt. So. Jo, Männer, was Wasser. So. Okay. Die Leichen. Die Leichen. Ja, ich mal gespannt, wo wir dann hinkommen. Ich frage mich auch, warum wir nicht einfach dann in den roten Teleporter reinrennen hätten können. Ach. Beobachten Sie den. Langweiler. Ich bin jetzt anormale Technologien 2. Du bist jetzt anormal? Zwei Artefakte in meiner Dings tragen. Ja, ich habe noch keine Artefakte. Wir haben noch keine Artefakte, aber wir hoffen, wir bekommen welche, wenn wir den Butcher jetzt töten. Ja. Ansässigen Rang 15. Jawohl. Dafür war die Apfelsine, die die Pseudonymer gekauft hat. Hm. Das war ein Apfel. Oder der Apfel. Ist okay. Was haben wir jetzt noch für Aufgaben in diesem Bereich? Räuber töten, 0 von 5. Draht gefunden. Berichten Sie Ingenieur. Räuber töten 2. 0 von 2. Reis finden. Der Gorlan töten. Der Quarkum getötet. Reis. Der Dork getötet. 0 von 2. Der Gorlan 0 von 3. Ein Gratsch. Eine Sapsi. Achso, das sind die Wiederholungen wahrscheinlich, ne? Mutanten. Räuber getötet. Okay. Dann müssen wir noch einiges machen da. So. Wir können auch alles soweit wieder reparieren hier. Genau. Die Farm im Sektor E3 finden. Hä, die haben wir doch schon. Neue Technologien, Kompressor. Hä, wir haben doch die Farm. E3. Ja, da war die Farm. Ja, aber ich habe die Quest hier vom Ingenieur. Neue Technologien, Kompressor, habe ich auch. Okay. Eine Chuska-Matrone in Sektor E6 finden. Ja. An 19 erreichen und ein Nordlager. Ich würde sagen, lass mal verschwundene Leichen weitermachen. Ja, ich will ein Artefakt. Das wird aber in dieser Folge wahrscheinlich dann nichts mehr. Doch, wir machen es jetzt ratzfatz und dann... Na ja, dann los. Ich laufe vor. Was machen wir? Leichen, da. Verschwundene Leichen. Okay. Sherlock Granitschny. Moment. Hey, da ist eine weiße Kugel. Sollen wir die ausprobieren? Nein. Manu. Wir sind super schnell. Aber wenn wir da langlaufen, kommt gleich der Hunter. Der war da auf der anderen Seite vorhin. Hunter, okay. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Die Katze. Achso, ich dachte gerade schon, Alter, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Nein, das war der hier schon. Achso. Der macht komische Geräusche. Der versucht, glaube ich, die Katze zu imitieren, ich weiß nicht. Oder so ein Pferd, kennst du das? Wir sind super schnell, wir sind halt, super schnell. Halt, hier ist ein Golan. Und? Brauchen ich bin wir? Im Grün, na. Ich kann jetzt nicht halten. Ah, hier geht's nicht weiter. Was zur Hölle ist das denn? Hölle. Hier kämpfen ganz viele Verrückte gegen ganz viele neues Lichttypen. Ich sehe die von hier aus, da sind so Lichter, die so. Komm, ein Truschka. Was hier, Party oder was? Ja, von hier aus sehe ich. Die schon mittendrin, Alter. Der macht mit? Ja. Was passiert denn da bei euch, Mann? Ich hätte sie alle platt genagelt, Alter. Ja. Hast du die zu viert kaputt gehauen? Ja, ich habe hier so eine Waffe, da kann ich Feuer machen mit. Ah. Also die brennen dann. Sehr gut. Was habe ich denn hier schon wieder im Inventar? Ah, du bist schon vorgelaufen? Ja, ich stehe gerade. Ja, dann tag doch. Ich war gerade im Grün, deswegen konnte ich da nicht einfach stehen bleiben.
Sapsi, 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 Sapsi. Brauchen wir auch noch. Musst auch töten. Ah, jetzt stehen geblieben. So. Eine Taruka brauchen wir nicht mehr. Oh, das ist noch eine Sapsi. Oh. Oh, 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 scheiße, ich bin fast tot. Hä? Wo ist er hin? Hier. Hier ist viel zu hoch, Gras, ich sehe die gar nicht. Da. Hui. It's a me, I'm Godfrey. Fühlst du dich gerade unbesiegbar? Ja. Ich. Au! Nee. Hat mich jemand gehauen? Oh, Leichen. Ja, tag die Leiche, tag die Leiche. Ich tag. Ich benutze die Leiche. I. Und dann müssen so, ich habe die Leiche benutzt. So, ich wir müssen verstecken. Ich hab einen Alpha-Dog am Arsch. Einfach draufhauen. Ja, voll nett, wenn ich mir mal kurz helfe. Das geht nicht. Ich muss oben auf dem Berg, damit ich beobachten kann. Achso. Ihr seid noch gar nicht da. Hisho? Hallo. Ja. Warte mal. Wo Ankat? Bist du denn, Ankat? Wo muss ich denn hin? Hier oben wieder. Nee, ich warte hier. Gut, wie du meinst. Nein, warte. So. Nicht, dass ich das irgendwie... Was habe ich denn jetzt wieder? So. Unruhe und Stress. Ah, jetzt noch ein blödes Sapsi-Vieh, Moment. Kommen Sie, Herr Isho, kommen Sie. Moment. Kann jemand den grünen Marker da in der Mitte entfernen? Ich bin nicht grün, das ist Isho. Ja, ich wollte gerade sagen, das bist du doch nee. Selber. Doch. Okay. Seltsam. So. So, herkommen. Pseudonyma ist in der Luft. Ah, da kommt da wieder. Der Butcher. Le Butcher. Hätten wir vielleicht besser tagsüber machen sollen. Dann hätte man den vielleicht ein bisschen besser gesehen. Naja. Ja, schnapp sie dir, die Leiche. Schnapp's dir. Lagen da jetzt eigentlich wieder 4 Leichen? Keine Ahnung. Ich habe nur eine gehabt, bei der ich was machen konnte. Weg war er. Flumm. Biologist, it's me. What can you see? They're working. The hardware's old to be sure, but he's definitely somewhere in the area. Hold on. Yeah. One second. Come on. Yes, he's somewhere under the hospital. What? Under the hospital? There's nothing there. Oh, da müssen wir ja eh hin. Devices are indicating somewhere in that area. You'll need to figure it out once you're there. Listen, make whatever preparations you need and get over there. This might be our only chance. What are you talking about now? This is a unique phenomenon. I don't think he'll be hanging around. So do whatever you need to do, but don't waste any time. Over and out. Okay. Ich wollte den Butcher jetzt kaputt hauen. Kannst ja gleich. Na, jetzt muss ich den blöden Eingang zur Höhle des Metzgers in Sektor D4 finden. Ja, das ist 300 Meter von hier entfernt. Ah, okay, das geht. Aber wir haben noch 2 Minuten. Ja, dann ja, los. Überlänge. Dann aber mal schnell hier. Oh, ich muss erst leveln, warte. Ja, dann lassen Sie es halt nächstes Mal machen. Nein. Doch. Da kann ich nicht schlafen die ganze Nacht. Oha. Okay, heute Doppelfolge, 1 Stunde. Was? Oh, Panzerheld, ja sicher. Panzerheld? Ja, bricht jetzt halb so schnell. Ach, was Rüstung. Du brichst? Achso. Wir müssen auf Pseudonym mal ein bisschen warten. Ja, das wäre schon nett, wenn ihr das tätet. Ich bin ein wichtiges Mitglied dieses Trios, ja? Das Trio Infernale. Oder auch, wie ich es nenne, das Trio chaotisch. Euer Weg ist gepflastert mit Leichen. Ja, das kenne ich. Ich springe! Oh, das war nicht gut, aber okay. Brauchen wir noch Quarkum? Keine Ahnung. Quarkum? Nicht, dass ich wüsste. Mich hat wer gesehen. Ja.
Wir brauchen noch ein Quarkum. Hä? Hallo, rennt ihr mal bitte nicht immer weiter. Ich habe gerade gesagt, mich hat jemand gesehen. Ja und? Ja. Okay, haben wir aufgegeben. Warte, was? Ja. Der hat Jäger hat mich gesehen. Der steht da hinten. Okay. Ja, lass noch stehen da. Steht ja gut. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich den jetzt holen will. Der darf ruhig da stehen bleiben. Hier war schon das Krankenhaus? Ich weiß nicht. Ach. Mein Gott, was ist... Hier lacht irgendwer ganz komisch. Oh my goodness. Hallo, ihr seid da falsch gelaufen. Ich bin aus Versehen falsch gelaufen und bin richtig gelaufen. Ja, ich bin jetzt hier bei der Garage. Ja, ihr seid da oben verkehrt. Nee. Moment, aber was hab ich denn hier? Ja, komm mal her. Ihr seid da aber doch falsch. Wieso? Ich hab den Weg unter das Krankenhaus gefunden. Dann hast du den zu früh gefunden. Ich muss aber den Schalter hier aktivieren. Okay, weil ich habe hier Tunnel hier gefunden. Hier ist der Questmarker aber. Ja, und ich habe ein... Ich weiß nicht, finden wo ihr hochgegangen seid. Finden Sie den Generator und schalten Sie den Strom an. Okay. Kommen Sie jetzt hier hin, bitte. Ich such doch den Generator. Aber hier passiert was gefunden. Nix. Ja, ich habe was gefunden und ich glaube, das ist eigentlich der Eingang in die Höhle. Ja, kann ja sein. Hier steht, finden Sie Generator und schalten Sie Strom ein. Ja. Und dann sucht mal. Und wir brauchen jetzt wahrscheinlich so ein grünes Ding. Ich habe ja sowas Leeres. Ich habe ja ein Leeres. Hast du irgendwo nun... Ja, ich habe die Station hier, aber ich habe ja auch eine leere Energiezelle. Na toll. So. So, ich habe das mal gemacht. So. Da müsst ihr jetzt das reintun. Jetzt hat's funktioniert. Dringen Sie in die Höhle, weil der Höhleneingang ist nämlich in der Garage. Was? Ja, guck, da. Da zieht er die Leichen rein, so. Okay. So, da ich bin mutig, ich spring zuerst. Okay. Ah! Nein, okay. Wow! Schön, dass du zuerst gehst. Ich nehme mal meine andere Waffe. Oh, ich habe gar keine Waffe. Warte mal, ob ich meine Waffe ausrüsten soll jetzt. Interessant. Aha. Ist interessant. Oh, guck mal. Oh. Da unten ist er. Hold my hand. There's a creature here that's bigger than me. It brings bodies home for dinner. Are you crazy? I told you I'd pay. It's not like what you did on the island. You'll manage. Fuck up. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Ich hab's gerade nicht gelesen. Was hat er gesagt? Er meinte, da ist eine Kreatur, die Leichen nach Hause bringt und verspeist. Und viel größer ist als dich. Ja. Der Fleischer. Ja. Ich denke, es ist der Metzger. Oh, da ist er. Ah! Mach dir mal. Oh. Ich kann doch nicht auf seinen Kopf zielen, wenn er... Mach Schaden, ey. Ah! Mama! Oh, what? Was zur Hölle war das? Oh, oh, oh. Ah, ich hab eine Idee. Hier, wir müssen den... Pass mal auf. Wir müssen den... Hier sind Schalter. Jetzt Schalter umlegen. Ich glaube, man muss die... man muss ihn hier dazwischen... Ja, hier ist einer und ich bin hier im Schalter. Er rennt doch hinter mir her. Hier, nein, er rennt hinter mir her. Ja, dann komm hier zu uns. Okay. Ja, komm zu uns, komm zu uns. Wohin muss ich denn? Dazwischen irgendwo? Hier, dazwischen. Rennt er doch hinter mir her? Yeah, ja, ich glaube... Nein. Hinter was, das schadet doch nicht. Au. So, jetzt kommt er auf der anderen Seite lang. So, jetzt rennen in unsere Richtung. Macht er das Schaden? Ja, angreifen. Oh. Nochmal an. Oh, na toll. Ah, zu spät. Ich komme... Ja, auf die andere Seite. Moment. Wo ist er denn?
Ah, zu spät, scheiße. Rennt hier durch. Komm mal. Ja, er kommt. Jetzt, Attacke. War zu spät. Das E wollte nicht funktionieren. Andere, warte. Ah. Los, greift ihn an. Hä? Ach, da war noch einer. Ich bin Ach, du Schande. Oh. Bei welchem Schalter stehst du? Schalter. Hier hinten. Andere. Au. Oh. Boah. Oh. Der hielt mich fest. Wo ist er denn? Hinter dir, hinterher. Hinter mir, oder? Oh, zur Seite. Der macht dein Ding. Jetzt. What? Hä? Was ist das? What the f... Hier, ihr müsst die Leichen zerhauen. Ja, hab ich schon gemacht. Da hinten ist noch eine. Kacke, ich muss er rennt hinter mir her. Oh. Ja, sehen wir. Doch. Schalter! Er ist hinter mir. Schalter, schnell. Scheiße. Ja, renn. Moment, nee. Zu langsam. Hier ist der Schalter auf der Seite. Jo. Nee, doch nicht. Au. Scheiße. Du musst selber... Und... Au. Nee, scheiße, das war nichts. Zu langsam. Oh. Nee, der ist stehen geblieben. Versuch doch mal jetzt. Jo, ja. Hast du? Renn weg! Also müssen wir ihn so kaputt machen. Ja, sicher? Ja, da kommt er, da kommt er. Okay, jetzt. Aua! Scheiße! Du müsst am Boden aufpassen, Alter, mit der Scheiße. Ja, mein geht auch gerade. Und. Der rennt dann gleich hinter dir weg. Her. Oh, oh. Sehr, sehr gut. Zweimal geschafft. Sehr gut. Oh, oh. Keine Patronen mehr. Hier schon lauf. Er kommt. Jetzt. Jawohl. Und jetzt die Leichen. Schnell. Aua. Er ist hinter mir her? Ja. Ich muss mich leider gerade heilen. Ich bin mal eben in der anderen Ecke. Ich laufe in die falsche Richtung. Das ist mein Problem. Komm her zu mir. Ja, er rennt hinter dir her. Er rennt hinter dir. Er läuft an mir vorbei und einfrieren. Sehr gut. Und jetzt läuft er hinter mir her. Vorsicht aus dem Weg. Los. Oh, oh. Au. Ist er trotzdem? Nein. Oh. Ja. Ich finde ihn. Oh, oh. Draufknüppeln. Hammer. Okay, 3, 2, 1. Oh nein, Ankert! Oh, was macht ihr denn? Okay. Und tötet ihn! Ja! Nee, irgendwie. Was hat er denn? So, Alter, legendäres Herz des Metzgers. Das ist ein Erfolg gewesen. Oh. So, dann hat er einmal einen Degen und eine Forschung. Was hat er hier? Knochen. Gewebe. Moment, der Biologe sagt irgendwas. I'm not carrying all this back with me.
stacking up for myself and leaving. But I'll bring his heart. It's acting weird. What do you mean? You can see for yourself when I bring it. Moving out. Ugh. Was macht das Herz denn von dem? Das war eine Quest, das war ein Questgegenstand. Nein, weil er sagte, das verhält sich komisch. Oh, ob wir dann vielleicht, ob wir dadurch... Das Herz. Das ist ein Artefakt. Ja! Das war ein legendäres Herz, das Herz des Dings, legendäres Artefakt. Und das kann man, glaube ich, auch irgendwie finden, ich weiß aber nicht. Okay, hier geht's, glaube ich, raus, weil das der einzige... Wir bringen das einfach mal dem Metzger, würde ich sagen, und dann... Boah, bist du aufgeregt, doch. Boah. Ich wollte hier vorhin schon runterspringen. Na gut, dass du nicht gemacht hast. Waren, ey. Ach, übrigens, ich glaube, wir kommen jetzt da raus, wo ich eigentlich... Ja, das habe ich von außen gefunden. Ja, siehst du, das war falsch. Und ja. Ich dachte, hier kommen wir rein. Alter, krass, das hat Spaß gemacht, doch. So, wo müssen wir denn jetzt... So, Überlängenfolge ist vorbei, würde ich sagen, oder? Wir bringen das dann nächste Mal zurück. Jo. Okay. Oder? Ah. Ja, da ist ein Wal am Himmel. Ein Wal! Wo? Nein, du bist nur irre. Deswegen ist das so. Ach so, ja, ich habe einen kompletten Nervenzusammenbruch, glaube ich. Ein Wal. Da ist ein Wal. Ich habe alles. Alter, ich meine, gut, dass ich so viel Aspirin hatte. Jetzt ich habe mich hochgeballert damit. Ich habe auch. Warte mal, Hisho, wie sieht's denn so aus bei dir? Soll ich dir was geben? Wenn jemand einen Alkohol dabei hätte, wäre ich sehr verbunden, weil ich brauche. Einen Portwein, oder? Ich bin Nein, in absoluter Panik. Warte, ich hab noch was für dich. Ich habe hier was anderes. Hast du Antidepressiva? Nee, ich brauch... Ja, die helfen auch. Ich habe hier so ein Getränk für dich. Nee. Oder ich gebe dir einen Verbandskasten. Das hilft auch gegen Stress 20%. Ja, ich glaube, dafür ist es das nicht wert. Ich sehe gerade, dass er normalisiert sich gerade von selber. Oh, okay. Oh. Ich habe mir gerade mal den Forschungsrang vom Fleischer angeguckt. Ja. Der Fleischer, das ist der Schrecken von Granitschny, der sie jederzeit an jedem Ort überraschen kann. Was? Dieser Kreatur nutzt einen paranormalen Riss, um an Opfer zu kommen. Durch einen solchen gelangt man auch in seine Höhle. Es gibt mehrere? Natürlich. Ich habe ja gerade mal Rang 0. Okay, ich freue mich jetzt schon. Dieser Planet, dieser Ort wird immer schöner und liebevoller. Ich vermute mal, dass aber der erste der schlimmste ist. Ja, die erste Vanuga war auch, glaube ich, irgendwie... Ich sag mal so, die anderen werden wahrscheinlich luschiger sein, weil der war jetzt extrem, was wir da machen mussten. Mit dem Einfrieren und draufkloppen und keine Ahnung. Ja, der kann ja nicht überall so eine Frostzelle irgendwo haben, ne? Interessanterweise. Ja, kommen wir dann immer in die Höhle da rein. Das ist ja hier sein Unterschlupf hier unten. Was ist da oben für ein Viech? Hä? Ich hab's betäubt! Na gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge, wenn wir das Herz des Metzgers zum Biologen bringen. Tschüss! Tschüss!